In Sanity, meine Besten, hier ist für euch Marc und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Let's Play Sonic the Hedgehog 3 und Knuckles. In der letzten Folge sind wir durch Mushroom Hill Act 2 gekommen und haben angefangen, Dr. Eggmans fliegendes Schlachtschiff Flying Battery zu zerstören oder ja, zu durchlaufen und sind auf der Suche nach dem bösen Dr. Robotnik und ja, sind jetzt in der, wieder in der Altarhalle des Master Emerald angelangt und uns fehlt nur noch ein Super Emerald, bevor wir etwas ganz, ganz Tolles freischalten. Und ich würde sagen, probieren wir es. Fangen wir an mit der letzten, mit der hoffentlich letzten Special Stage, die wir hier zu sehen bekommen. Denn ganz ehrlich, so lustig und schön ich die hier auch finde, ich hatte so viel Angst davor, dass ich das hier mit dem Kommentar nicht hinkriege, weil es... tut mir leid, aber es ist alles immer dasselbe und es ist nervig. So, und das hier sind die wirklich fiesen Stellen dieser Special Stage, dieser Stellen mit den Bumpern. Einfach herumbumpen lassen und rechtzeitig dann gerade noch im letzten Moment muss man, nach rechts drücken, damit man weiterkommt. Hier muss man so ein bisschen suchen, wo es genau lang gehen soll. Wow, ich hasse das, also... Dieses Level kann echt sehr, sehr, sehr frustrierend werden, weil es ja teilweise einfach enorm eng ist und man muss wirklich dann ganz genau aufpassen, wann man sich jetzt genau umdreht oder zur Seite dreht. So, eine fehlt uns noch und ein Glück, wir haben es geschafft. Ja, wenn man Ringe sammeln will, kann man da noch drüber springen, aber wir wollen keine Ringe, wir wollen den letzten Super Emerald und damit haben wir es endlich geschafft. Das war die letzte Special Stage, ich verspreche es euch. Wir sehen diese Dinger nicht wieder. Und ja, wie gesagt, damit haben wir den letzten Super Emerald bekommen. Der Altar des Master Emerald ist sozusagen komplett. Ich weiß nicht genau, wie die funktionieren. Ob die Chaos Emeralds die irgendwie aufpowern oder ob das aufgepowerte Chaos Emeralds sind. Aber hey, jetzt kann Sonic zu Hypersonic werden oder Hypersonic. Und Hypersonic ist an sich so wie Supersonic, aber er hat ein paar ganz, ganz wichtige Unterschiede. Und was genau das für Unterschiede sind, das werde ich euch noch erklären. Aber erstmal müssen wir dafür 50 Ringe sammeln. Und ich werde dann mal versuchen, zu Hypersonic zu werden jetzt. Und vermutlich klappt es genau jetzt, wo ich es wirklich mal will, absolut nicht mehr. Diese Plattformen haben übrigens Rasierklingen unter sich. Also muss man da aufpassen. Nicht Rasierklingen, aber Klingen unter sich. Da muss man also aufpassen, dass man da nicht drunter kommt. Und wie gesagt, jetzt möchte ich einmal tatsächlich einmal kurz... schauen, dass ich genügend Ringe kriege. Und nein, kein Schild. Ich will kein Schild, verdammt. Ah, super. Jetzt will ich einmal die Transformation herbeiführen. Und dann will das Spiel nicht, dass ich das tue. Aber gut, hier haben wir den Endgegner von Act 1. Die Kapsel. Die Tierkapsel. Und die Tierkapsel, wie ihr seht, wir können durch die Arme durchlaufen und müssen einfach darauf warten, dass diese Kapsel sich selbst kaputt legt mit ihren gigantischen Armen. Gibt keine Möglichkeit, diese Kapsel schneller zu besiegen, auch nicht mit Hypersonic oder Supersonic oder irgendeiner Verwandlung oder irgendeinem Angriff oder dem Insta-Shield, das geht alles nicht. Man muss einfach warten, bis sie sich selbst umbringt. Aber ja, da sind wir natürlich gut drin, können uns hier noch ein Feuerschild mitnehmen, was nie verkehrt ist und haben damit Act 1 erfolgreich hinter uns gebracht. Und mach natürlich direkt weiter in Act 2, wenn hier das Score-Dingens fertig ist. Wer achtet auf Punkte in einem Sonic-Spiel? Aber ja, Act 2, ach, ich liebe diesen Act. Er ist so schnell und so spaßig und actionreich und überhaupt und alles. Und ach, Act 2 von Flying Battery ist nochmal um so vieles besser als Act 1, obwohl Act 1 ja schon einfach nur geil ist, wie ich finde. Und hier die ganzen Ringe, die man kriegen kann und so... einfach herrlich. Oh, und die fliegen hin und her, weil man so dermaßen schnell ist. Und die Musik ist nochmal so ein bisschen kräftiger. Die ist doch so... oh, so... ah, die ist einfach geil. Ich liebe dieses gottverdammte Level. Es ist so klasse. Es ist einfach ein echter Geniestreich des Sonic-Teams. So, hier nach rechts. Man kann auch weiter runter, muss dann aber auch nach links dann, wenn man da weiter runter geht. So, hier kann man natürlich wieder runterfallen, also aufgepasst. Auch aufpassen, dass man in diesen Zylinder hier reinspringt. Denn sonst
geht es einem ziemlich dreckig. Ja, wie immer mit dem Elektroschild können wir Projektile abblocken. Wir müssen jetzt hier hoch und ich denke, wir können uns mal das Leben hier mitnehmen. Und den Flammenschilder. Und hier muss man aufpassen, dass man nicht zerquetscht wird. Im letzten Moment kann man da mit einem Spin-Dash durch und dann... Ja, dann kommt man da vorbei, aber da muss man also wirklich etwas aufpassen. Genau, diese Flammenwerfer kann man als Trampoline benutzen. Und werden wir doch einfach mal zu Hypersonic. Und wir sehen Hypersonic, also ich... Oh, ich weiß jetzt nicht genau, wenn ihr irgendwie was mit Epilepsie habt, keine Ahnung. Guckt vielleicht lieber weg, solange Hypersonic aktiv ist, denn er blinkt wie bekloppt und ist an sich, ja... Eine noch etwas wilder aussehende Version von Supersonic mit ganz viel Bling-Bling und hast nicht gesehen und... Er hat die Fähigkeiten von, von allen Schilden an sich. Er ist immun gegen Feuer, er zieht keine Ringe an, hat aber so eine Art Doppelsprung, worauf ich gleich noch eingehe. Und zwar diesen hier. Und der geht in alle Richtungen. Man kann bestimmen, ob man jetzt runter damit will oder hoch oder zur Seite oder sonst wohin. Und Hypersonic ist einfach geil. Und ich meine, er kann auch unter Wasser atmen. Er hat also wirklich sämtliche Vorzüge aller Schilde. Und ja, ist unbesiegbar und überhaupt und hast nicht gesehen. Außer durch Zerquetschen. Das geht nach wie vor, da kann er nichts gegen machen. Und ja, er ist super schnell. Ich glaube, er ist nicht schneller als Supersonic. Ich glaube, da gibt es keinen Upgrade im Vergleich. Aber ja, also Hypersonic ist der ultimative Cheat. Wenn ihr dieses Spiel einfach breaken wollt, dann holt euch den Hypersonic, denn der Hypersonic ist, er ist geil. Er hat nur das eine große Problem, dass die Musik. Und wir können natürlich Hypersonic, genauso wie Supersonic übrigens auch, das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, durch das Betreten einer Bonus-Stage ausschalten, weil wir dann wieder zum normalen Sonic werden und müssen dann die Super- oder eben die Hyperform nochmal erneut aktivieren. Nein, einfach nur einmal erneut aktivieren, nicht nochmal erneut aktivieren. So, das war wieder doppelt gemoppelt von mir. Oh, und der hat uns getroffen, aber danke dafür, du fieser Hornkäfer, Bednik, denn das war durchaus nicht verkehrt. Dann haben wir wenigstens nicht das Problem, dass wir diese geile Musik nicht mehr hören können. Und hier sind wir beim Bosskampf von Flying Battery und... Oh mein Gott, ein riesiger Fakulaser des Todes, den wir übrigens aus Sonic 2 kennen. Ja, das hier ist der Laserboss aus Sonic 2. Nur, dass wir diesmal keine Plattform haben, um ihn zu erreichen. Auch der Instant Shield kommt nicht ganz an ihn ran. Und alles, was wir machen können, ist ausweichen an sich. Aber wie ihr seht, werden die Wände immer enger. Und früher oder später, wenn wir keine Möglichkeit mehr haben, hier irgendwie wegzukommen. Und oh mein Gott, wir werden hier sterben. Dr. Robotnik, du krankes, perverses, geniales Genie. Geniales Genie, ach nee. Ich bin so klug. Oh mein Gott. Ein letztes Mal können wir vielleicht noch ausweichen, aber dann wird es langsam echt eng. Und oh mein Gott, er hat natürlich den Laser. Ja. Ich meine, ganz ehrlich. Er hat den Laser in sein eigenes Schiff gefeuert. In den Innenraum seines eigenen Schiffes. Oh, Mist, und wir werden zerquetscht. Genau, das möchte ich eigentlich immer nicht, aber die Stelle kann ein klein wenig fies sein, wenn man einfach nur so rennt, anstatt hier einmal kurz anzuhalten und den Spin-Dash einzusetzen, genau so nämlich. Dann kann man da ganz gut mal zerquetscht werden. Aber davon ab, ja. Ich weiß auch nicht, der Mann soll ja einen IQ von über 300 haben, aber keine Ahnung, irgendwie scheint er das noch nicht ganz kapiert zu haben, dass wenn er seinen Laser in sein Schiff schießt, dass dann sein Schiff auch zerstört wird. Hier nochmal kurz aufpassen, dass die Stacheln einen nicht erledigen. Man kann hier mit Tails und Knuckles etwas schneller hoch als mit Sonic, aber wirklich was bringt tut das nicht, weil man erstmal hier stehen bleiben muss. Und jetzt kommen wir zum wahren Endboss von Flying Battery. Der kommt jetzt von oben und wir können ihn direkt mal treffen. Und ja, was wir an sich machen müssen, ist hier in die Mitte zu springen, dann wird er einen Flammenstrahl schießen. Und dann anfangen sich zu drehen nach zweimal oder so und dreht sich dann zwei, dreimal und dann... Oh, viermal sogar. Oh, nein. Weg mit dir, so. Und wieder zwischen die Arme springen und... Boah, weil jetzt dachte ich, er würde nochmal schießen, aber es hat er nicht getan. So, und damit haben wir ihn besiegt. Ziemlich einfacher Bosskampf.
absolut kein Problem, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Ich meine, wir sind ja auch awesome, insofern kann das gar kein Problem für uns sein. Und damit sind wir durch Act 2 durchgekommen. Sehr, sehr gut. Und müssen jetzt natürlich von der Flying Battery runter, denn, naja, Robotnik ist auch von der Flying Battery runter. Und wir kommen nach Sandopolis Zone. Einem Wüstenlevel, und ich mag Wüstenlevel, wie ihr wisst, nicht, und das hat sich hier nicht groß geändert. Der Soundtrack, also das Thema ist ganz in Ordnung, denke ich, aber ich mag es nicht so wirklich, und das Level ist ganz in Ordnung, denke ich, aber ich mag es nicht so wirklich. Ich finde, es sieht etwas langweilig aus, tut mir leid. Ich kann dieser ganzen Wüstenthematik, es tut mir leid, wirklich nichts abgewinnen. Und dass das hier eins der längsten Level ist, mit diversen Loops hier und da auch noch, vor allem im zweiten Act ist es relativ lang, hat diverse Loops und hier dieses Steine schieben. Oh, und das ist so langsam und warum ist diese Plattform nicht einfach da hinten? So, jetzt muss man hier noch warten und die Plattform muss sich erst noch bewegen. Ich mag Sandopolis Zone überhaupt nicht gerne eigentlich und das hier ist immer das Level, das ich... Also hier könnte ich manchmal echt aufhören, das Spiel zu spielen, ganz im Ernst. Es tut mir leid, wenn jemand von euch Sandopolis Zone mag, more power to you. Ich verstehe warum und es macht irgendwo auch Spaß, aber ich weiß nicht. Die ganze Thematik, die gefällt mir einfach so überhaupt nicht. Ich bin einfach kein Freund von Wüstenleveln in der Regel. So, aber mit dem Schild hier kommen wir wenigstens da lang. Nein, weg mit dir, so. Ah ja, wir können uns übrigens auch in diesem Sand bewegen. Das habt ihr sicherlich schon gesehen, aber ich dachte, ich erwähne es nochmal. Innerhalb des Sands kann man herumspringen, wenn man das möchte. Ich verstehe nicht genau wieso, aber es ist eben so. Ich meine, um Gottes Willen, wir haben einen blauen Igel mit roten Turnschuhen. Ich glaube, ich sollte nicht nach dem Sinn fragen. Diese Blockgegner da kann man nur besiegen, wenn man in sie reinrollt, wenn sie gerade schon am Laufen sind. Ansonsten nicht. Von oben sind die nicht zu besiegen, egal mit was, mit wem, mit welcher Form oder mit welchem Schild oder was auch immer. Wow. So, dieser Sand, der holt uns einfach von selbst zu sich nach oben. Und wir müssen schauen, dass wir hier drunter herkommen. Und ihr seht, ja, man wird dauerhaft irgendwo aufgehalten und alles, ich weiß nicht, alles dauert in diesem Level irgendwie so lang und das werden wir gleich beim Boss dieses Levels vor allem noch sehen. Und da hatte ich keine Lust jetzt hier irgendwie diesen Block nochmal zu schieben, weil ich das ein bescheuertes Konzept finde. Ach, und wenn ich selber die Kontrolle über dieses Spiel habe, dann bin ich so viel schneller, als wenn das Spiel meint, die Kontrolle übernehmen zu müssen. So, einfach hier runter mit uns, ey, das lohnt sich überhaupt nicht sonst. So, zack, bevor wir wieder diesen blöden Seilakt da vollführen. Nein, scheiße. Okay, das war jetzt nicht so klug. Das war jetzt ein bisschen peinlich, aber... Ah, und diese Dinger mag ich, diese komischen sprungfederartigen Ballseilgeräte. Ich weiß nicht genau, was es sein soll. So, hier muss man ein bisschen mit lang mit dem Sand. Oh, und ihr seht, wir sind schon seit 3 Minuten in diesem Level und es geht immer noch weiter. Und wir sind, glaube ich, tatsächlich noch ein ganzes Stückchen vom Ende entfernt. Also, das Level geht noch ein bisschen, Kinders. Es ist so lang und es ist so langsam und... Schlimmer als jedes Wasserlevel in Sonic. Ich meine es todernst. Ich meine es todernst. Obwohl, es gibt schlimmere Wasserlevel in manchen Sonic-Spielen. Da kommen wir auch noch zu. Garantiert. Spoiler-Alarm! Nein, ich will nicht... Oh, ich will nicht da ran, denn... Wir kommen hier so viel schneller runter, wenn wir nicht dieses blöde Seil da nehmen. Aber ich meine, jetzt sind wir... Jetzt müssten wir eigentlich... Ja, wir sind beim Endgegner. Sehr gut. Und auch der braucht ewig. Jetzt kommt erstmal diese Pyramide aus dem Sand. Steigt sie empor und... Steigt empor und weiter und... Ah, so. Da haben wir die Tür. Also, rein mit uns und... Oh mein Gott, es ist ein steinerner Golem und an sich können wir nichts gegen ihn machen. Wir können an ihn dran springen und dann verliert er auch seine Arme und so, aber die wachsen ihm direkt wieder und er, ja, der ist an sich durch uns nicht zu besiegen. Der hat unendlich viel Lebensenergie, hält unendlich viele Treffer aus und ist einfach generell ein ganz, ganz fieser Zeitgenosse, möchte ich mal sagen, mit dem man nicht gerne abends noch einen trinken geht oder ich weiß nicht, wenn ihr ein bisschen jünger seid und noch, sowieso noch keinen trinken geht, dann
Ja, dann tauscht ihr mit ihm nicht gerne Pokémon-Karten oder so. Ich weiß es nicht. Und ja, an sich müssen wir ihn einfach nur in den Sand locken, aber das dauert extrem lange und man kann da nicht viel dran ändern. Und es, ja, es dauert einfach und ah, ich hasse das. Sorry, ich mag diesen Boss nicht, ich mag dieses ganze Level nicht. Es ist lang, es ist langsam und es ist langweilig und es ist... Ja, das Thema mag ich auch nicht. Aber ja, meine Besten, ich denke, wir sind in Act 2 von Sandopolis Zone und das reicht für eine Folge, würde ich sagen. In dem Sinne, ich bin Marc. Ich hoffe, diese Folge von Sonic 3 und Knuckles hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.